Wenn Tarkan Konu durch sein Stadtviertel Beulu führt, hat sich jedes Mal etwas verändert. Geschäfte, Kneipen und Galerien verschwinden fast im Wochentakt. Hier befand sich einmal eine beliebte Rockbar von Beulu. Auch sie hat über Nacht zugemacht. An die Stelle dieser Alteingesessenen kommen Läden mit Billigwaren und halbseidene Geschäfte wie illegale Nachtclubs. Die Qualität nimmt immer weiter ab. Der Galata-Turm, das Wahrzeichen des Stadtbezirks Beulu. Einst Wohnviertel der christlichen und jüdischen Minderheit, entwickelte sich Beulu in den vergangenen Jahren zum kulturellen Anziehungspunkt Istanbuls. Doch die weithin gerühmte Kulturszene verschwindet langsam. Immer mehr Kulturschaffende und Ausländer verlassen Beulu. Galerien, Kinos, Bars und Veranstaltungsorte schließen. Nach den Terroranschlägen des vergangenen Jahres, einer davon mitten in Beulu, und dem Putschversuch bleiben die Besucher aus. Hinzu kommt der Verfall der türkischen Lira. Für Vergnügungen haben die Türken in diesen Tagen weniger Geld übrig. Auch die Touristen bleiben aus, jedenfalls die aus dem Westen. Stattdessen kommen Besucher aus arabischen Ländern. Doch die, so klagen die Beulur, zögen Wasserpfeifen, einem Jazzkonzert oder einem Glas Bier vor. Araplar geldi. Meyhaneler sokaklardan çekildi. Seit überwiegend Araber kommen, sind etliche Kneipen verschwunden. Die hohen Mieten können sie nicht mehr zahlen. Hier in dieser Ecke haben sie allein 7 Läden dicht gemacht. Diese verrammelte Galerie symbolisiert den langsamen Niedergang dieses traditionsreichen Stadtviertels. Und nicht wenige sehen darin einen Menitekel für das, was dem Land noch bevorstehen könnte, wenn es nicht bald zu politischer und wirtschaftlicher Stabilität zurückfindet. Auch in der Bar von Tarkan Konur herrscht Flaute. Noch will Konur nicht aufgeben, fast sein ganzes Leben hat er in Beulu verbracht. Doch irgendwie kann er seine Gäste auch verstehen. Diese ständige Terrorgefahr, die Warnungen von Menschenansammlungen, dann das harte Vorgehen der Polizei gegen Demonstrationen, die auch durch Beulu führen. Das hat alles dazu geführt, dass den Leuten die Lust am Vergnügen vergangen ist. Istanbul hat schon manche Krisen überstanden, sagen Optimisten. Doch andere bezweifeln, ob die Stadt jemals wieder so bunt und weltoffen sein wird wie Beulu. Oder vielmehr so, wie Beulu bisher war.